Es muss immer irgendwo letztendlich eine Grenze geben, weil es immer noch eins mehr, eins schlimmer, eins weiter gibt. Ja? Und in unserer Gesellschaft, ich meine, wir leben mit abertausend Grenzen. Ja? Warum soll es die gerade bei Sexualität nicht geben, dass die heute ganz woanders verlaufen als vor 1000 Jahren? Das ist überhaupt keine Frage. Ja.